Es geht weiter. Bikini Klasse 3. Die ein oder andere bekannte Athletin kenne ich schon, aber stellt euch bitte nochmal mit vollständigen Namen vor. Du bist die? Jessica Baumgarten. Nina Marun. Anna-Maria Neumann. Mädels, jetzt ist natürlich für die Leute da draußen ganz wichtig. Wie habt ihr euch für die 60. Deutsche qualifiziert? Bei mir war es letzte Woche die Hessenmeisterschaft, da habe ich den zweiten Platz belegt. Nina, gib mal weiter, sonst sieht man euch nicht, wenn mein dicker Arm im Weg ist. Ich habe die Bayerische Meisterschaft gewonnen und mich damit qualifiziert. Und bei mir war es die Hessenmeisterschaft, da habe ich den vierten Platz gemacht. Ich habe Glück gehabt. Mädchen vor Thüringen. Wir müssen ein bisschen leiser sein, weil sonst funkt man da dazwischen. Wie sind die Erwartungen für morgen? Wer ist so tough und sagt wirklich, dass er hergekommen ist, um zu gewinnen? Und wer gibt sich mit einem guten Finalplatz zufrieden? Ja, schwere Frage. Also ich war auf der Deutschen noch nicht im Finale, deswegen würde ich mich über einen Finalplatz auf jeden Fall freuen. Hergekommen bin ich natürlich trotzdem, um zu gewinnen, und den Rest sehen wir morgen. Die Nina übergehe ich, weil die kenne ich, die kommt hierher zum Gewinnen. Also ich muss sagen, das ist jetzt erstmal die zweite Saison. Ich bin noch relativ jung, ich bin erst 19. Deswegen, ich freue mich einfach nur wahnsinnig, dass ich es jetzt hierher geschafft habe und will einfach nur dabei sein. Und vielleicht reicht es ja für die Top 15 oder vielleicht sogar Finale. Man weiß es nicht. Also, ich will die Nina natürlich nicht übergehen. Nina, wie war es für die Familie Marun in Spanien? Es war unglaublich spannend, es war eine Riesenerfahrung. Auch wenn von meiner Seite am Wettkampftag leider nicht alles sehr gut lief, bin ich mit einem 9. Platz von 26 wirklich zufrieden und freue mich, das Ganze jetzt mit der Deutschen Meisterschaft ausklingen zu lassen. Ich habe das natürlich bei der Nina als Olympvertreter live verfolgt, auch alle, wie sagt man, auf Instagram Live-Shots und was es so alles gegeben hat. Die Beine haben ein bisschen gezittert, hast du gesagt, und dann kam die Nervosität. Krämpfe, okay. Dann drücken wir dir natürlich die Daumen, dass morgen alles hundertprozentig passt. Und Mädels, jetzt dürft ihr nochmal vor die Kamera, zeigt nochmal was und haut noch ein bisschen was raus. Dankeschön. Super. Spitze. Danke. Dankeschön.